So, hallihallo zu Part 18 von Pokémon. Und zwar waren wir hier stehen geblieben bei... Wo wollten wir hin? Achso, ja, wir wollten zur nächsten Insel, weil wir ja das liebe Pokémon heilen sollen. Und... Schon wieder ein bisschen laut hier. So. Die See ist ruhig. Möchtest du Surfer einsetzen? Ja, Klaus, ich setze Surfer ein. Was für ein Pokémon finden wir denn schönes? Tenzara. Level 19. Paule! Ka-chow! Der Attack ist effektiv. Tenzara wurde besiegt. Bye bye! So, weiter geht's. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und wir versuchen jetzt jeden Trainer aus dem Weg zu gehen hier, so gut wie es geht. Und natürlich, Pokémon-Kämpfe lassen sich jetzt irgendwie nicht, ja. Lassen sich irgendwie nicht vermeiden. Und ja. Oh, ich will einen Tentara fangen. Ich will einen Tentara fangen. Haben wir noch Pokébälle? Ja. Kampf. Mal sehen, ob du überlebst, dann will ich dich haben. Oh ja. Bloß, wie nennen wir Tentara dann? Wie werde ich Tentara nennen? Ist auf jeden Fall weiblich. Oh ja, ich weiß, wie die es nennen. Lasst euch überraschen. Hey. Oh. Das ist ja süß. Paul sieht Vögel. Und ja. Perfekt. Und jetzt. Superball. Komm schon. Schnapp es dir. Uhu, wir haben den Tentara gefangen. So, und weiter geht's. Der neue Antrag im Pokémon-Dex angelegt. Ja, Tentara. Ja, das wird die Alberta. Die Alberta. Haha, wir haben Alberta gefangen. Oh je, Albertas Schwestern sind böse. Oh, okay. Nein, nein. Weiter geht's. Wir wollen ja noch zur nächsten Insel endlich kommen hier. Ah. Tentoxa? Will ich haben! So, Überlebe und ich fang dich. Sehr schön. Es umklammert mich. Es hat mich lieb. Oh, wie süß. Du passt perfekt zu meinem Team. Wir haben uns alle lieb. Hol die Leute mit der Hab-dich-lieb-Jacke. Säure. Ah! Er vergiftet uns. Nein, nicht gut. Nochmal eine Glut hinterher. Und dann werden wir versuchen, Tentoxa zu fangen. In dem Fall Big Alberta. So in der Art, nee. Na, muss ich mir ausdenken, ist ja männlich. Männlich. Erstmal Superball einsetzen und Attacke. Ich will Tentoxa haben. So. Aber es wird langsam echt Zeit, dass wir fliegen lernen. Es wird langsam echt nervig, die ganze Wanderung hier und. Nein! Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mist. Überlebe! Ich glaube zwar ja nicht, aber überlebe. Schade. Naja, fangen wir es irgendwo anders an, unser Tentoxa. Gibt wenigstens Erfahrungspunkte. Wenigstens etwas. So, aber jetzt halten wir uns nicht mehr in den scheiß Pokémon-Kämpfen auf, sondern werden jetzt endlich mal zur nächsten Insel kommen! Und schon wieder eins. Aber das ist zu schwach. Nö. Da ist der Alberta stärker. So. Hahaha. Nein. Das war mal wieder typisch. Ich bin auf dem Weg zu den Strudelinseln. Ich gehe mit meinen Freunden auf Erkundungsreise. Ich will nicht mit. Du siehst so komisch aus. Hey, die sieht aus wie Misty, aber echt mal. Aber heißt Karin. Naja. Goldini, Goldini.
Paule! Aber wir haben ja einen Vorteil gegenüber vom Wasser-Pokémon mittlerweile. Und das ist Donnerschlag. So. Nein, ich will nicht wechseln. Ich will bei Paule bleiben. So, noch ein Goldini. Das werden wir jetzt auch nicht mehr platt machen. So, perfekto. Und, Paule steigt bald ein Level weiter wieder. Woohoo. Oh, ein Goldking. Oh, Goldking. Das hat so ein dickes Horn. Nichts weiter, ich denke. So. Und ja. Level 39. Wir sind kurz vor Level 40. Wow, unser Paul wird immer stärker. Ist es so richtig? Nein, du hast verloren. Das ist für dich falsch. Na egal. Ich werd verrückt. Nochmal ein TikTok. Big Alberta. Auf Level 21. Nein, danke. Wir wollen jetzt endlich zur Insel kommen, weil wir haben jetzt schon mittlerweile 6,5 Minuten mit der scheiß Überfahrt hier gebraucht. Swim, 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 swim. Einfach schwimmen, einfach schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Was machen wir? Wir kämpfen, kämpfen nicht. So. Ein Tentara, oh Mann. Das ist ja stark. Mir egal. Wir haben schon einen Tentara. Wir brauchen noch eins. Oh ja, 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 ja. Festland! Juhu! Fotostudio? Nein. Ganz klar nicht. Ich suche jetzt erstmal den komischen Medizinmann. Wo ist der Medizinmann? Da unten? Vor der 30. Apotheke! Ja, genau, da müssen wir hin. So. Guten Tag. Deine Pokémon scheint es gut zu gehen. Bedrückt dich etwas? Dem Pokémon von Leuchtturm geht es schlecht. Ich hab's. Das sollte das Problem lösen. Ich hab den Geheimtrank. Okay. Ich bin in Notfällen an. Gut, das ist wirklich ein Notfall. Und bevor wir jetzt wieder zurückgehen, widmen wir uns jetzt endlich dem nächsten Arena-Kampf. Und das ist ein Kampfarena. Eine Kampfarena, genau. Und ja, erstmal noch schnell die Pokémon heilen und dann geht's ab zur Kampfarena. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Mache ich gerne. So, jetzt interessiert mich aber nichts. Nein, interessiert mich nicht. So. Oha, das wird witzig. Meine Pokémon und mich verbindet unsere Freundschaft. Dieses Band wird nie zerreißen. Tja, schade, ich kann sicher glauben, das würde machen. Tschitsch, und das Band wäre kaputt. Schwarzgurt Xaver. Oder Xaver. Wenn er jetzt noch Naidu heißen würde, würde ich lachen. Dieser Weg ist ein leichter für mich. Dieser Weg ist nicht steinig und schwer. Feuerschlag. Wow, Kikli hält ganz schön viel aus. Und Kikli ist stark. Mir egal. Töten! Und zack, Kikli ist besiegt. Wir erhalten 804 Erfahrungspunkte. Schwarzkopf Xaver wurde besiegt. Das ist unmöglich. Tja, scheinbar doch nicht. Und schon ist der nächste auf uns aufmerksam geworden. Wir Meister der Kampfkunst haben vor nichts Angst. Ja, schaut mich an, ich bin ein Dämon aus der Tiefe. Oder so. Nicht wirklich. Schwarzkurt Chef schickt Nocturne. Nocturne ist cool. Nocturne mag ich. Los, Paul, mach's fertig. Donnerschlag. Ciao. Mann, oh Mann. Bringt nichts, ich bin Feuer-Pokémon, du Loser. Haha. Ich kann das auch. Klasse. Und ciao. Nocturne wurde besiegt. Wir haben wieder 810 Erfahrungspunkte. Chef wurde besiegt. Schockierend. Oh, that's shocking.
Okay, und weiter geht's. Nächster Kampf. Und nach diesem Kampf ist der Part dann leider auch schon wieder zu Ende. Würde ich mal glatt sagen, wir sind nämlich schon bei 10 Minuten, 10 Sekunden. Und dann machen wir jetzt noch schnell den Peter fertig. Der erstmal Macholo in den Kampf schickt. Paule! Eieiei, Feuerschlag! Let it burn, let it burn, let it burn. Ciao. 471 Erfahrungspunkte für Paule. Und jetzt kommt Maschok. Oh, Maschok. So viel Muskeln. Ein Mann von einem Pokémon. Naja. Das hat jetzt leicht schwul geklungen, glaube ich. Egal. Und Paula hält wieder 781 Erfahrungspunkte. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und da werden wir uns dann um den Arena-Leiter kümmern. Ich sag mal tschö, bis zum nächsten Mal.